Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 2. Ich glaube Folge 17. In der letzten Folge haben wir Rache genommen an Jacopo Di Pazzi. Allerdings war das eine Falle von Rodrigo Borgia, der uns versucht hat zu töten. Wir konnten uns aber Gott sei Dank gegen die Wachen verteidigen. Und jetzt sprechen wir erstmal mit unserem guten Freund Lorenzo de Medici. Und schauen mal, wie es weitergeht. Schön, dass ihr wieder da seid. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Geil. Neuer Umhang. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Danke dir, Lorenzo. Wir hören uns. Cool. Medici-Umhang erhalten. Geil. Guckt euch den an. Schick, schick, schick. Okay, ja, dann scheinen wir jetzt abzureisen, aber so wie ich den Marker verstehe, schauen wir vorher nochmal bei Leonardo vorbei. Der Umhang sieht echt fresh aus. Aber warum hatte denn unser Vater nicht? Der war doch auch im Dienst von Lorenzo de Medici. Ah, warte mal, wenn wir hier sind, kann ich direkt meine Vorräte wieder auffüllen. Das ist jetzt besser. Aber ich sage Vorsorge. Vielen Dank. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Gut, muss niemand anremmen. Entschuldigung. Gute Qualität zu gerechten Preis. Ah, warte mal, was haben wir hier wieder was zum Einkaufen? Oh ja, Metall. Armschütze. Den Rest haben wir schon, aber die Armschütze. Boah, 6300. Na gut. Was geben wir es schon aus, ne? Was ist das denn? Eine Faustwaffe? Ey, die muss ich haben. Kann aber auch sein, dass es einfach nur ein Faustwaffen-Upgrade ist. Warte mal, wo sehe ich denn das Waffengrad? Jo, das ist scheinbar ein Faustwaffen-Upgrade. Krass. Na gut. Dann schauen wir hier nochmal. Hey, cool, wie das jetzt aussieht mit an den Armen. Dann schauen wir nochmal bei Leonardo vorbei. Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Oh, schade. Wieso hat er sich denn nicht verabschiedet? Na gut. Wenigstens wissen wir, dass er in Venedig ist und auch cool. Weil wir müssen ja sowieso nach Venedig. Also von daher wieder Zufälle. Heilerdienste. Für die
Schäfchen des Herrn. Ah, da vorne rennt Geld. Hm? Was ist? Vielleicht ist ja noch eine Koje und ein bisschen Respekt. Schnell. Oh Gott, ich lass es wirklich. Meine Güte, diese Steuerung. Vergebt mir, Herr. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ist das wieder ein Weg, ey. So, wir haben es aber gleich geschafft. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ich habe nicht gesehen. Wir könnten aber vorher mal, wir müssen jetzt erstmal schauen. Vielleicht reiten wir jetzt sogar vorher noch nach Monte di Gioni. Ich würde da gerne mal das Geld abholen und neu investieren. Nee, das ist nach Venedig. In die Berge? Aha. Okay, das machen wir mal. Mhm. Okay, ja, nee. Drehen wir erst nochmal kurz um. Und reisen nach Monte di Gioni für die neue Investition vom Geld und so. Ja, nach Monte di Gioni wollen wir. Obwohl, wir könnten jetzt mal das Grabmal der Auditore machen. Jetzt haben wir seit ein paar Folgen auch wieder kein Grabmal gemacht, dann machen wir das gleich mal. Sobald ich investiert habe. Auch die medizinische Hilfe. Die Nutte. Überall laufen hier jetzt Prostituierte rum, weil wir das Bordell renoviert haben. So, dann gebe ich oben jetzt schnell mal die Federn ab. Eieiei, er kraxelt wieder überall rum. Na, Mutter. So, und dann gehen wir auch direkt mal. Na, Moment. Zack. 5000, damit können wir einiges machen. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, bitte. So, von was haben wir denn noch gar nichts? Wir haben keinen Schneider, keine Kunsthändler. Das wären 2000. Dann haben wir noch 3000 über. Da könnten wir die Militärkaserne oder die Debesgelder machen. Dann machen wir dann die Militärkaserne. Da holen wir uns jetzt den Schneider. Den Kunsthändler. Und die Militärkaserne. So. Buon viaggio. 9250 ist der Wert gestiegen. Sehr gut. Habe ich eigentlich neue Codex-Seiten? Nö. Dann bringe ich unten noch das neue Siegel an. Und dann können wir auch losleiden.
Von wem war denn das? Ich glaube von dem Dude hier, oder? Sehr gut. So, und dann sliden wir jetzt in die Katakomben von Auditore. Ah, was ist das hier? Ah, das ist wieder so eine Statue. So, die Familiengruft der Auditore erkunden. Die Frage ist, wurden hier auch unser Vater und unsere Brüder verbuddelt? Venedig 1296. Ich wuchs in einem kleinen Haus an der Lagune von Venedig auf, in Sichtweite der schaumgekrönten Wellen des Meeres. Als ich gerade alt genug war, um zu laufen, wurde ich Seemann. Zuerst als Schiffsjunge, dann als Lastenträger für den Patron meines Vaters, Messer Marco Polo. Es war ein gutes Leben. Aha, okay. Oh Mann, ey. Ganz schön viele. Och du Scheiße. Wenn man bedenkt, das sind unsere Vorfahren und wir sliden hier so lang. So, an Land. Eines Tages, als ich an Land war und in einem Hafen Arbeit suche, verliebte ich mich. Sie war gerade 20, aber als ich in ihre Augen sah, spiegelte sich darin die ganze Welt, heller und klarer als die Sonne. Danach fuhr ich zwar immer noch zur See, aber mein Herz blieb an Land, bei diesem Mädchen, das ich geheiratet hatte, und unserem kleinen Sohn. Ja, was den Leuten noch nicht klar war damals, aber hier wird von Kenway gesprochen. Boah, krass. Der die Hauptfigur von Assassin's Creed 4 ist. Black Flag. Geburtsrecht. Im Sommer desselben Jahres rief mich Messer Polo in sein Arbeitszimmer. Mein Vater war schon dort und auch ein älterer Mann in einem seltsamen Kapuzenmantel, der uns beobachtete. In diesem Moment, der mein ganzes Leben veränderte, teilte mein Vater mir mit, dass er ein Assassine sei. Er nahm seinen Ring ab, zeigte mir ein merkwürdiges Mal an seinem Finger und erklärte mir, dass unsere Familie einem alten Orden entstammte, der die Menschheit beschützt. Er machte eine Pause und als ich nichts sagte, trat Messer Polo vor. Er sagte mir, dass der Fremde mit der Kapuze mich unterrichten würde und dass ich ihm im Gegenzug über das Mittelmeer nach Spanien bringen sollte. So begann meine Ausbildung bei Dante Alighieri, die jeden Funken an Glück aus meinem Leben vertreiben würde. Aha, okay.
Also war der Vater von Connor nicht glücklich damit, dass er Assassine wurde. Ja, ich denke, ein Leben von Blut und Gewalt ist nie gut. So, ein Mentor. Messer Allegheri besuchte mich regelmäßig bei den Vorbereitungen der Reise. Zunächst ging es bei unseren Treffen um den Einkauf und Vorräten, aber bald schon ging es um etwas Größeres. Um das Leben, die Liebe, Ehre und Gerechtigkeit. Er brachte mir bei, dass die Gesellschaft daraus ausgerichtet ist, ihre Mitglieder zu kontrollieren und uns vom Denken, vom Erkennen abzuhalten. Bald durchschaute ich all die Regeln und Illusionen. Ich verstand, dass die Menschheit von ihren Herrschern missbraucht wurde und dass wir, das Volk, Freiheit verdienten. Und er zeigte Dante mir Seiten aus einem Buch, das Messer Polo aus dem Palast des großen Genghis Khan mitgebracht hatte. Das Manuskript, der Kodex, handelte von unserem Orden, den Assassinen. Alter, jetzt hör doch auf! Okay. Aber zumindest habe ich gesehen, dass man da auch irgendwie hin kann. So, dann muss ich den wieder drücken. Ja, die Steuerung ist halt nicht so geil. Ich sag das gefühlt in jeder Folge. Aber die PC-Steuerung... Ja. Ich hoffe, wir spielen das Spiel nicht zu weit durch, bevor mein Controller kommt. Sonst ärgere ich mich nur. So, hier haben wir zumindest wieder einen Text. Ui, ein unerwarteter Abschied. Unsere geplante Reise fand nie statt. Als wir nach Ravenna zurückkehrten, um seinen letzten Besitztümer zu holen, starb Dante. Betroffen vom Tod seines Mentors wollte ich meinem Vater und Messer Polo die traurige Nachricht überbringen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, wurde ich ins Arbeitszimmer gezerrt und mein Vater, kreidebleich, verschloss die Tür hinter mir. Schockiert vernahm ich schweigend seine Worte. Dante wollte den Kodex nach Spanien bringen, wo er sicher gewesen wäre. Aber er wurde beobachtet. Der Feind der Assassinen, der Orden der Tempelritter, existierte immer noch. Ich erinnerte mich an die Geschichten über die Templer, die er mir erzählt hatte. Und mir wurde alles klar. Dante war ermordet worden. Die Templer
wussten vom Kodex und sie wussten von uns, zittern, befahl mir mein Vater, den Kodex zu nehmen und sofort mit Frau und Kind nach Spanien aufzubrechen. Als Messer Polo mich zur Tür brachte, gab er mir ein Stück Papier mit einer Nummer drauf. Mit dieser Nummer konnte ich in seinem Namen mehr Dukaten abheben, als ich je zuvor in allen Banken Italiens zusammen gesehen hat. LOL. Okay. So, auf See. Wir setzten noch in derselben Nacht die Segel, das Schiff voller Waren für die Märkte Barcelonas. Zunächst lief alles gut, dann gingen wir, um einen Sturm auszuweichen, im Hafen von Otranto vor Anker. Die Piraten kamen im Schutze der Nacht, ich bemerkte sie nicht, bis sie mein Schiff änderten. Ich versteckte mich mit meiner Familie im Laderaum und holte den Kodex hervor. Ich ließ den alten Ledereinband durch die Finger gleiten und dann zerriss ich ihn. Die Seiten rieselten leise zu Boden. Ich verteilte sie auf die Kisten und Truhen, die ich zum Markt bringen wollte. Die Männer, die uns fanden, waren betrunken. Ich konnte es riechen. Als sie nach dem Kodex fragten, wusste ich, wer sie geschickt hatte. Ich hielt meinen Zorn zurück und sagte, ich hätte ihn über Bord geworfen. Sie lachten. Zwei hielten mich fest und grinsten dabei immer noch, während die anderen meiner Frau, ach du Scheiße, die Kleider vom Leib rissen. Sie flehte um Gnade, bis ihre Stimme sie verließ. Als sie mit ihr fertig waren, warfen sie sie einfach ins Meer. Sie nahmen meine Ladung, versenkten mein Schiff und sie ließen mich an einem Stück Reling geklammert im Meer zurück. Ich schaffte es mit meinem Sohn an Land. Am nächsten Morgen spülte die Flut die Leiche meiner Frau an Land. Wow. Alter Falter, Alter. Aber hier, zweite Zeile. Sie nahmen meine Ladung und versenkten mein Schiff. Die haben nicht nur die einzige Ladung da versenkt. Versteht ihr, was ich meine? Holy shit. Die arme Frau. Ja, man denkt immer als Mann, oh Mann, mir wird Gewalt angetan, wie schlimm. Aber Frauen wird viel Schlimmeres angetan in solchen Situationen. You can't even imagine that shit. Alter, diese verschissene Steuerung. Alter, das... Na gut, dann machen wir es nochmal. Ist ja kein Ding. Flop. Meine Güte, Alter, ich hasse diese Scheiße. Sorry, dass ich so salzig bin. Aber diese Steuerung, gerade wenn die Kamera so wackelt und sich immer mitdreht und alles, das ist unmöglich zu steuern. Controller? Ja, Mann. PC? Never. So. Ein neuer Name. Ich habe die See nie wieder gesehen. Ich schaffte es irgendwie bis nach Florenz, mietete ein kleines Zimmer und ging zur Bank. Ich erinnerte mich noch an Polos Kontonummer. Mit der enormen Summe, die mir nun zur Verfügung stand, reiste ich verkleidet nach Venedig, um meinen Vater zu suchen. Am nächsten Tag kehrte ich nach Florenz zurück. Mein Vater und Messer Polo waren bereits tot. Von diesem Moment an sammelte ich Abhandlungen über die Architektur, studierte die Klassiker und nahm Gesangsstunden.
Ich nahm den Namen Auditore an und begann mich als Edelmann am Hof von Florenz aus. Akzeptiert als einer der ihnen, nahm ich die Pflichten des Adels an und baute diese Villa für meinen Sohn und mich. Und dann jagte ich sie. Ich brachte meinen Sohn bei, zu kämpfen, den Kodex zu suchen und Templer umzubringen. Gemeinsam wollten wir die Ehre meiner Familie wiederherstellen und den Tod meines Vaters rächen. Schulden, die niemals beglichen werden können. An den Auditore, der dies ließ, vergiss nicht, dass du kein Adliger bist. Du bist keiner dieser Betrüger. Du bist ein Mann des Volkes. Räche uns. Wow, Alter, das ist sowas von deep. Und da wären wir. Zwei Särge, fragt ihr euch warum? Vater und Sohn, beide hier begraben. Und der Sohn ist der Vater von Giovanni und Mario. Also Ezio, sein Onkel und sein Vater. Ja, da liegen sie. So, lol, das gab 3000 Florin? Alter. Alles klar. Dann war's das auch schon wieder mit dieser Folge. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Sorry nochmal für das Rumbrüllen. Aber die Steuerung ist echt nicht so geil. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Haut rein und lasst einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ciao.